Also, ich hätte mal eine Bitte an euch, wenn ihr irgendwie genau wisst, wie das mit dem Forge geht, dann schreibt mir doch in die Kommentare, damit ich mich mit euch in Verbindung setzen kann, weil, wie gesagt, ich möchte hier Mods drauf haben, aber wenn ich halt ja, so ein Noob bin und das nicht hinkriege, dann brauche ich eure Hilfe. Hallo Minecraft, willkommen zum nächsten Minecraft-Projekt. Ja, ich habe heute rumprobiert und zwar wollte ich das Modpack patchen, das Vanilla patchen, beziehungsweise ein Mod drauf machen und habe mich da ein bisschen damit gequält, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie das gehen soll. Ich habe es probiert mit den Forge-Mods, muss aber dazu sagen, ah, hier, jetzt geht's weiter, dass ich das nicht so recht hingekriegt habe. Ich werde es natürlich nochmal probieren und gucken, dass ich das hinbekomme. Warte mal. Welche Höhe ist immer? Geht nicht. Ah, da unten ist der Bedrock. Also hier auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich gehe einfach mal hier rein. Das könnte die Diamantader sein. Weil ich brauche mal ein bisschen Diamanten. Ich habe einfach Bock drauf. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ich das hinkrieg. Ah, hier war ich schon mal. Interessant. Oh. Fahren wir mal ein paar Fackeln hier hin. Oben hat es Eisen, hat es dann. Oh ja, da hat es eine Höhle. Gehen wir mal in die Höhle. Habe ja noch eine zweite Spitzhacke dabei, das heißt, es sollte kein Problem sein. Ui. Boah, und hier ist sogar eine Schlucht, wie geil. Also ich werde es nochmal probieren, weil ich will ja schon ein, zwei Mods hier drauf haben. Vor allem das Towncraft wäre mir wichtig. Darauf hätte ich nämlich mal wieder Lust, Towncraft zu zocken. Hast du es schon? Ja, Lava ist aus. Lava ist aus. Du, 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 du. Du, 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 du. Aber hier werden jetzt natürlich gleich irgendwo Monster auftauchen. Sticks haben wir noch. Aber Kohle brauchen wir. Weil Fackeln habe ich nicht so viele mitgenommen. So, schnell ein paar Fackelchen machen. Und dann können wir hier weiter. Da ist. Es ist eine super Höhle. Also hier kann man wirklich gut Zeug farmen.
Gold haben wir auch hier. Oh, und die ist riesig, die Schlucht. Da geht's mega weit. Da war ich ein bisschen zu träge unterwegs. So, wir sind jetzt hier am Ende der Schlucht. Und dann fangen wir hier mal an, die Ressourcen abzubauen. Weil wenn du mittendrin anfängst, dann weißt du nie, wo hast du jetzt schon was gemacht, wo musst du nochmal... Ja, Kohle nehmen wir auch alles mit. Ist ja hier der einzigste Brennstoff, der wirklich effektiv ist. Ach, und ich brauche Diamanten. Ich will Diamanten haben. Dann könnte ich nämlich viel schneller abbauen. Ja, kaputt. Toll. So. Und da oben haben wir noch was. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. So. Also, ich hätte mal eine Bitte an euch, wenn ihr irgendwie genau wisst, wie das mit dem Forge geht, dann schreibt mir doch in die Kommentare, damit ich mich mit euch in Verbindung setzen kann. Weil, wie gesagt, ich möchte hier Mods drauf haben. Aber wenn ich halt so ein Noob bin und das nicht hinkriege, dann brauche ich eure Hilfe. Und deshalb wäre es von Vorteil, wenn ihr mir das reinschreibt, dann kann ich euch anschreiben. Am besten vielleicht, ihr könnt mir auch eine direkte E-Mail schicken. E-Mail ist ja in der Kanalbeschreibung verlinkt. Und dann kann ich mich mit euch in Verbindung setzen und ihr könnt mir da behilflich sein. Und je nachdem, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch eben hier mit auf den Server. Oder vielleicht so auf Minecraft City, so wie ihr wollt. Natürlich muss ich euch erstmal kennenlernen. Also ich habe jetzt auch gerade eine Nachricht von einem Spieler, der Lust hätte, hier mitzuwirken. Auf dem Projekt hier. Aber ich muss dazu sagen, erst muss ich ja wissen, wer ihr seid. Weil ich werde ja keinen einfach so auf den Server holen, der mir dann zum Beispiel alles schrottet. Ja, weil er meint, voll witzig. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Also, ich bin auch nicht so doof, dass ich wirklich so naiv bin. Ich werde es natürlich schon vorher ein bisschen checken, wer ihr seid, was ihr vielleicht sogar an Erfahrung habt. Und ich muss dazu sagen, wie bei Minecraft City auch, Kindergarten, sorry, möchte ich nicht haben. Also ihr solltet eine gewisse Reife haben. Weil sonst habt ihr keinen Spaß und ich keinen Spaß, wenn ich mich dauernd über euch aufregen muss. Deshalb überlegt euch, wenn ihr darauf Lust habt, ob ihr wirklich so verantwortungsvoll zocken könnt, dass ihr sagt, ja, kriege ich hin. Da gibt es dann auch keine Probleme. So, hier habe ich schon einiges jetzt weggeschafft. Den Goldblock nehmen wir natürlich auch mit. Aua. Aua, kannst du nicht einfach hier runterfallen? Fall doch mal ein bisschen auf. So. Da setzen wir noch eine Fackel. Wo, was haben wir denn hier noch? Habe ich hier jetzt schon wirklich alles abgebaut? Ja, wahrscheinlich ist ganz oben noch was. Da ist nochmal Eisen. Aber das ist natürlich schon ein ganz schönes Stückchen weg. Da müssen wir nochmal hoch. Weil von da sind wir gekommen. Ja, nicht, dass wir nachher nicht mehr zurückfinden. Aber warte mal, da war ja... Ich wollte es gerade sagen.
wollte gerade sagen, da war doch irgendwo Lava. Wo war denn die Lava noch gleich? So, machen wir wieder zu. Oh, das war knapp. So, die Lava aus... Oh. Auslaufen lassen. Setzen. Und dann können wir uns gleich nochmal um den Weg zurück kümmern. Erst nehmen wir aber natürlich das Gold hier noch mit. Was ist denn da oben? Habe ich da schon was weggebaut? Scheint so. Hier müssen wir weiterbauen. Einen Weg nach oben. Gut, dann mal. Oh, wir haben ein Stack Kohle. Das ist natürlich schick. Wir gehen jetzt mal hier hoch und machen mal das Wasser weg, weil das nervt mich. Schön immer auf dem Wasser bleiben, dann passiert euch nichts. Dann fallt ihr einfach im Wasser nach unten und ihr überlebt auf jeden Fall. So, wir gehen hier wieder eine Stufe nach oben. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ich werde jetzt mein Haus draußen fertig bauen. Ah ja, also wenn ich so überlege, welche Mods wirklich cool wären. Carpenters, dann könnte man die Häuser nämlich viel schöner bauen. Carpenters wäre auf jeden Fall cool. Ah, gibt es hier noch was? Da oben gibt es noch Eisen. Naja, das. Aber das Gute ist, also wir haben hier jetzt so viele Diorit und alles. Wenn ich was brauche, dann weiß ich genau, wo ich hinkommen muss. Und da. Wow, 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 wow. Mega viel Eisen vorkommen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass mich die Monster hier so in Ruhe lassen. Aber soll mir recht sein. Muss ja nicht immer hier mit Monstern zu tun haben. Ist auch mal nett, dass die so freundlich gesonnen sind. So, lass mal gucken. Was haben wir hier denn noch? Da hinten ist nochmal Kohle. Kohle haben wir aber genug. So. Dann machen wir mal das Eisen hier weg. Eisen können wir nie genug haben. Oh yes, das ist ein Riesenvorkommen. Und es geht immer noch weiter. Ah, jetzt ist leider Ende. Egal.
Das waren jetzt bestimmt 16 oder so. 42 Eisenhammer. Der ist schon mal sehr nice. So. Ah, wenn wir schon da sind, nehmen wir das auch noch mit. 2, 3, 4, 5, 6 Eisen nochmal. Ja, das kann sich sehen lassen. Vor allem da jetzt im Moment bei Vanilla ja mit Eisen eigentlich die besten Werkzeuge jetzt erstmal gemacht werden können. Alle anderen gehen ja gar nicht. Gut. Oben ist noch ein bisschen Eisen. Da geht's nach Hause. Ich hätte nicht alles Wasser wegmachen sollen. Oh, da ist ein Mini-Zombie. Aber ich habe jetzt erstmal genug, oder? Ah ja, kommt schon. Dann werden wir dich hauen. Geh weg. Hau ab. Hau ab. Doofes Ding, du. So. Essen müssen wir kurz mal was. Und dann freuen wir uns hier über die mega coole Höhle. Also, das war heute der Glücksfund. Das machen wir auch noch. Ja, wenn wir schon Kohle abbauen, dann richtig. So. Was wir leider nicht gefunden haben, ist sind Diamanten. Nein. Wow. Diamanten haben wir leider nicht gefunden. Aber das gibt's vielleicht das nächste Mal. Wir haben ordentlich Steine, Kohle, Iron, ein bisschen Diorit und Granit. Und noch dazu haben wir ein bisschen Gold. Das ist doch schon mal ganz nett. So. Machen wir mal das da rein. Dann machen wir die Kohle, das Eisen noch rein. Und dann soll es das für die heutige Folge von Minecraft Projekt gewesen sein. So, einen Haufen Torches haben wir noch. Eisen haben wir auch noch ein bisschen. Das war jetzt ganz gut. Nächstes Mal gehen wir nochmal auf die Suche nach Diamanten. Weil, die brauche ich. Ich will Diamanten haben. Also, bis dahin. Ciao. Minecraft.